Ich weiß gar nicht, wer sich das ausgedacht hat. Du Huhn. So. Ich glaube, ich muss noch mal gucken, ob es Matmos oder so für, dafür gibt. Wenn jetzt hier noch so ein bisschen Windgeräusche wären, dann käme es einem noch so schön klirrend kalt vor. Aber wie gesagt, wir mussten dafür die Version wechseln und dann ist es nicht so leicht, immer noch die richtigen Mods zu bekommen. Das heißt, wir schauen mal, was es so gibt. Und ich hoffe, meine verdammten Netherziegel sind jetzt mal fertig hier. Hey, du Huhn, komm mit. Oh Mann, es dauert ewig. Ich möchte das nicht. Ah, sehr gut tun. Komm mit. Man braucht da aber auch so krass viele für. Das ist doch nicht normal. Jetzt habe ich 29 gemacht, alter Schwede. 39, hammerfett. Dafür habe ich jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde gewartet. Also das geht gar nicht klar. Das ist ein bisschen zu lang. Was haben wir denn hier hinten eigentlich noch so drin? Wir haben hier noch andere Farben. Die hast du gerade ausprobiert, nehme ich mal stark an, ne? Ja. Alles Klärchen. Aber ich verstehe nicht, warum dann Orange funktioniert. Ja, da müsste ja Lila auch funktionieren. Nö, nö, wenn er die nicht eingebunden hat, der Mod, der Werteherr-Mod-Entwickler, dann ist das halt so. Oh. Ein Schneemann macht hier Höhlentouren. Der ist mutig. Der ist auf jeden Fall auf dem Weg zur Höhle. Er wird es aber nur bis zur Lava schaffen. Ich glaube, ich schlafe hier noch eben an meinem Hexenhaus. Du kannst aber noch zurückkommen, es ist noch recht hell. Außer du willst dort noch was machen, dann... Ich will hier noch schlafen, damit der eine Baum noch wächst. Ach so, okay. Ja, dann schlafe ich oben im Landhaus und hol diesmal die Geschenke ab. Jetzt habe ich schon wieder ein neues Huhn in meinem Haus. Ich habe ja schon 3, 4 Hühner in meinem Haus. Und da sag mal einer, dass du hygienisch lebst. Die kacken doch aufs Bett, das ist doch voll eklig. Und drunter und ins Gesicht. Wenn du schläfst, dann kacken sie dir ins Gesicht. Ja. Achso, da ist mein Zimmer. Ich schlafe heute mal nicht bei dir. Okay. Sonst kacke ich nämlich aufs Bett und unters Bett und ins Gesicht. So, ich liege im Bett. Ja. Hä? Wie kommt ihr jetzt alle hier rein? Hast du die Tür offen gelassen? Ja, die ist irgendwie wieder aufgegangen, weil da ein anderes Huhn drauf stand. Siehst du, die verschaffen sich jetzt anders. Auf jeden Fall habe ich jetzt 7 Hühner in meinem Haus. Leg dich schlafen. Mann, los. Ich hab mich nämlich schon gefragt, ob ich wieder weniger Hühner bekommen habe, aber die sitzen einfach alle in meinem Haus. Toll, jetzt bin ich wieder aus dem Haus gefallen. Das ist doch kacke. Ist der Baum doch noch nicht gewachsen. Und ich wollte doch nur noch schnell die Geschenke abholen. Das ist doch blöd. Ich komme wieder. Oh, da muss ich schnell dein Geschenk holen. Das ist mein Geschenk. Meins. Schön Haus. Oh, diesmal hast du ein rotes mit gelber Schleife. Oh. Ich bin mal gespannt, was ich habe. Ich krieg bestimmt ein schwarzes. Warum sieht man eigentlich den Teppich nicht, wenn man in der Hand hat? Der Teppich ist so klein, das sieht man gar nicht. Hast du Teppich gemacht? Nee, ich habe noch den gelben geholt, der bei mir in der Kiste lag. Oh, ich habe auch ein rotes. Nee, ich habe ein weißes. Es war eine Fehlinformation. Aber da. Hallo Huhn. Hast du schon die Geschenke unter dem Weihnachtsbaum gesehen? Ah ne, du hast ja selbst welche gesetzt. Ja, ich setze jetzt noch mehr. Das sieht mittlerweile echt cool aus. Okay. Ich habe doch ganz viele Lichter in meinen Taschen. Ich weiß ja nicht, wo ich die hinhängen soll. Guck dir das an, das ist voll schön. Doch, das lohnt sich. Also die Mod, die lohnt sich wirklich. Da sind ein paar coole Sachen dabei. Ah, das sieht schön aus mit den Geschenken. Ja, ich denke, in der nächsten Folge werden wir uns dann auch mal die Schlittschuhe basteln. Dann können wir eine Runde fahren. Ist auf jeden Fall geil mit dem Mod. Du kannst der ist eigentlich fast noch besser als der andere. Ja, 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 ja. Du kannst auch selbst Geschenke bauen, ne? Mhm. Da kannst du reinlegen, was du willst. Das ist ganz cool. Wo bist du gerade? Ich bin jetzt unten an der Monsterfalle. Ach so. Wie soll ich dir jetzt den Glowstone-Staub geben? Du kannst ihn dort im Lagerhaus in die Kiste legen. Hol ich mir, wenn ich gleich vorbeikomme. Okay. Guter Plan, oder? Dann mache ich mich auf den Weg. Mhm. Wieso warst du nicht gerade da? Ich war noch am Landhaus. Achso, ich meine, dort hättest du auch in die Kiste legen können, aber... Jetzt gehe ich schon zum Lagerhaus. Habe ich mich leider versprochen. Okay. Das tut mir sehr leid. Ich werde das jetzt hier mal auf voller Front zu tief setzen, weil mir ist mal aufgefallen, wenn man hier steht und schlagen will und geht zu weit hier rüber, dann sieht man nichts mehr, weil man direkt zu hoch steht. Und jetzt habe ich wieder... Doch, ich habe 2 Glas dabei, wunderbar. Wartest du denn eigentlich deinen Glowstone drin?
Das war bei Neta Diverses. So, weißt du, so kannst du nämlich alles sehen und es ist ja sowieso blöd, weil wenn hier was explodiert, dann geht auch der Stein kaputt. Deswegen können wir ruhig auch Glas nehmen. Die werden das jetzt deswegen nicht öfter sprengen. Es tut mir übrigens leid, aber ich glaube, ich habe viel von deinem Glowstone verbraucht. Das ist okay. Ja, für diese Funkelsterne da, ne? Ja, ich habe ein bisschen viele gemacht. Ich wusste nicht, dass bei jedem Mal 8 rauskommen. Ist okay. Deswegen habe ich jetzt noch ganz viel in meinem Inventar. Wie viel denn noch? Ich habe noch über ein Stack blaue Lichter. über ein Stack rote Lichter. Ja, die müssen wir irgendwo noch anbringen, ne? Ja, und wenn, du kannst hoch. Am Schafstall vielleicht, an diesem Überhang, das sieht ja bestimmt auch lustig aus. Da würden sich die Schafe auch freuen. Das könnten wir hier halt alle schmücken. Eben, genau. Und dann deine Ruine hier. Ja, nein, das ist ein hochmodernes Silo. In Wirklichkeit ist es aber eine Raketenabschussbasis, deswegen muss das oben offen bleiben. So, ja, ja, klar. Das ist nicht der Grund, dass ich unfähig war, das Ding zu bauen. So, also guck mal an, also in dem Netherstein sieht das viel besser aus. Man braucht halt nur viel von dem Stein, das ich im Moment zwar nicht habe, aber naja. 11 haben wir noch. Dann nehme ich hier nur eine Bahn raus, glaube ich. 1, 2, 3, 4. Mein Gott, die Schafe sind echt laut. Sag ich doch. Meinst du, ich lüge? Ja, man muss ja auch nicht den ganzen Tag neben denen stehen. Doch, das ist jetzt deine neue Aufgabe. Schade. Ihre Tagesaufgabe, beachten Sie die Schafe. Oh, das sieht aber voll cool aus. Ich brauche mehr davon. Wir müssen noch mal in den Nether demnächst, Alien. Ich brauche mehr Netherstein. Okay. Meinetwegen. Sehr gut, sehr gut. Alles klärchen. Sonst müssen wir mal gucken. Können wir jetzt noch irgendwas machen? Was machst du jetzt eigentlich gerade? Du schmückst, ne? Ja, ich schmücke gerade den Schafstall. Dann beobachte ich dich noch ein bisschen dabei. Ja, okay. Jetzt habe ich nicht mal den Teppich unten gelassen. Ich bin echt ein Esel. Naja, Stress und so. Ihr kennt selbst. Man denkt halt nicht an alles. Aber wir haben doch schon mal viel geschafft. Wir haben unseren Weihnachtsbaum aufgestellt. Wo hast du jetzt den Glowstone-Staub hingelegt? Die Netherkiste wieder. Ach so, genau. Dann mache ich nämlich noch schnell ein paar Ornamente. Ach, verdammte Kacke. Es ist Weihnachten, nicht fluchen. Oh, Verzeihung. Sonst gibt es keine Geschenke mehr. Was hast du denn falsch gemacht? Ach, eigentlich nichts Schlimmes. Vor allem ist mir dann aufgefallen, dass ich auch noch selbst craften kann. So, hast du noch irgendwelche Farben bei dir oder hast du alle verbraucht? Ich habe noch Lapis bei mir. Lapis nehme ich dir gern ab. Okay. Da ist draußen ein Schaf auf dem Eis. Ein lila. Ist doch wieder ein buntes. Ein lila Schaf ist auf dem Eis. Aber wie ist das da hingekommen? Weiß ich nicht. Gibst du mir bitte das Lapis? Ja. Kannst du mir drüber schmeißen? Danke. Danke. Hab ich. Sehr gut. Dann mache ich nämlich noch schnell ein paar Christbaumkugeln. Dann können wir den Baum auch noch schmücken. Oh, warte, da fällt mir noch was Besseres ein. Wir brauchen Gold. Da fällt mir noch was ganz, ganz anderes ein. So. Glowstone-Staub. Ich habe noch grün. Farbentechnisch sieht es jetzt aber leider schon mau aus. Ich glaube, da hat die Alien hart zugeschlagen. Ach, guck mal. Gelbe kann ich noch machen. Orange hat so voll verbraucht. Na, egal. Gut, dann mache ich erstmal nur 2. Und ich crafte uns einen Weihnachtsstern. Ich habe nämlich jetzt einen Weihnachtsstern, Alien. Ah, oh, und wieso? Damit ich ihn auf den Weihnachtsbaum setzen kann. Okay. Dann halten wir den Baum. Ich glaube, wir halten den Baum mal so ein bisschen in Blau. Es hat ja auch jemand geschrieben, dass sie so Eiskristalle haben, so Eiskristallfarben. Und das finde ich schon sehr cool. Deswegen klaue ich mir die Idee jetzt. Oh, 24 ist zu viel, verdammt. Ach naja, was soll's. Was kostet die Welt? Grün. Nehmen wir auch nochmal 4. Hm, rot wäre schon cool, aber habe ich nicht.
Ich habe keine Rosen mehr. Ich sollte noch welche pflücken. Ich möchte dir noch welche pflücken. Oh, du hättest auch sagen können, hier, Schavo, ich bring dir welche. Nimm die. Ja, ich bin gerade noch am Schmücken. Ich kann gerade nicht. So, ein letztes und dann reicht's aber auch. Dann haben wir erstmal genug. Wenn ich einmal anfange zu schmücken, dann muss ich ja auch weitermachen. Ne? Dann haben wir erstmal genug Materialien verschwendet. Jetzt habe ich 24 von den blauen, alter Schwede. Brauche ich am Leben nicht. So, wie sieht's hier aus? Ich kann die Steine. Oh, guck mal, selbst die Schafe können jetzt Weihnachten feiern. Aber ich muss aber voll viele Hebel benutzen dafür. Ist ja nicht schlimm. Weil da so viele Abstände sind. Kann man das eigentlich auch hier dran setzen? Hast du das mal probiert? An die Half-Dinger? An die Slabs? Kann man nicht. Man kann auch nicht an Glas setzen. Nee, geht nicht. Glaube ich dir mal. Okay. So, kommst du nochmal mit zum Weihnachtsbaum, bitte? Ja, warte, ich muss doch an die andere Seite Hebel hängen. Ach so. Dum, 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 dum. Es ist Weihnachten. Dum, dum, dum. Jetzt singen wir den Weihnachtsblues. Wo bist du? Im Lagerhaus. Ich mach Hebel. Wo müssen denn da noch Hebel dran, frage ich mich gerade. An die Rückseite. Ach, da bist du noch. Ah. Hättest du was gesagt, hätte ich die auch machen können. Ich hatte nur keine Steine mehr. Ach so, ja. Hätte ich dir geben können. So, eine brennt schon. Okay. So. Wunderschön. Ja, dann würde ich dich bitten, nochmal kurz mitzukommen. Ja, ich komme mit. Lalalala. Ah, wie ihr hüpft. Schön. Ja, die Musik, die spornt mich dazu an. Juhu! Das Frag mich Wetter jetzt, wo mein komischer eine Hund geblieben ist. Ob der jetzt noch im Sumpf geblieben ist? Hm, keine Ahnung. Der lebt jetzt den Traum der Wildnis. Der darf machen, was er möchte. Wo gehen wir erst nochmal hin? Zum Weihnachtsbaum. Ach ja. Du hohle Frucht. Wir müssen schmücken, genau. Ah. So, ich gebe dir die Hälfte von meinem Zeug. So. Das alles dir. Mhm. Das und das. Keine Gelb. Ich hatte kein Gelb. Obwohl, doch, ich hatte Gelb. Geht Gelb? Ich nicht. Das wird ein schöner Weihnachtsbaum, ich sag's dir. Ja? Ja. Der wird wunderschön. Oh. Das ist das erste Mal, dass ich einen Weihnachtsbaum schmücke. Erstmal in deinem Leben. Na, zumindest virtuell. So. So, jetzt habe ich nur noch blaue. Obwohl, das sind zu viele blaue. Da muss noch eine andere hin. Habe ich noch rot. Ja, setz da mal. Ja, doch, guck mal, so. Das. Und jetzt auf die Spitze. Achtung, ich treib's jetzt auf die Spitze. Ja. Au, ich komme da. Wir müssen, glaube ich, mal kurz das Haus zerstören dafür. Warte. Sonst kriegen wir die Spitze nicht hin. Der Baum braucht ein bisschen Platz. So, und da noch. Und da noch. So, jetzt hat der Baum Platz zum Wachsen. So. Schön. Guck mal, die funkelt sogar. Ist es nicht schön? Das gefällt mir sehr gut. Ja, dann haben wir heute doch wirklich was geschafft. Also nicht produktiv, aber dekorativ ist da echt was draus geworden. Ich fall mal ins Loch, warte. Wir können noch mal kurz schlafen gehen, Alien. Warte, du kannst gleich ins Loch fallen. Und noch mal kurz Geschenke abgrasen, weißt du? Ja. Und die können wir dann noch schön dahinsetzen. So. Oh, das sieht aber so schön aus mit dem Schnee. Ich komme gar nicht drauf klar. Und da hinten die kleinen Lichter am Leuchten. Das müsste nur noch blinken, das wäre der Hammer. Ich liege im Bett. Oh, jetzt bin ich wieder draußen. Oh. Das ist kacke. Ich glaube, wir müssen die Betten eins vorschieben, damit das nicht passieren kann. Das ist auf jeden Fall blöd. Aber mein Geschenk hole ich mir noch. Davon hält mich kein Bug der Welt ab. Ich hole mir auch noch mein Geschenk und springe durchs Loch. Und dann sind wir aber endlich fertig. Oh, welche Farbe? Wieder weiß. Wieder weiß. Na gut. Halten wir es klassisch. Und ich muss dir auch noch ein Geschenk machen, Alien, ne?
Ja. Ja, Weihnachten mussten wir auch ein Geschenk machen. Das ist Pflicht. Ah. So. Das sieht so geil aus. Ja, bis zum Nikolaus waren es jetzt nicht so viele Geschenke, obwohl das ja schon reicht. Ich denke mal, zu Weihnachten werden wir ein bisschen mehr hier stehen haben. Ich weiß gar nicht, ob wir dann diesen Berg an Geschenken bewältigen können. Wo bist du? Bist du noch hinten? Ja, ich bin noch in meinem Zimmer. Da ist der Name. Ich habe ihn gesucht. So, jetzt kommt sie langsam. Da kommt sie angeflitzt. So, pass auf. Oh, scheiße, ich habe mein Geschenk vergessen. Wie hohl bist du eigentlich? Wofür bist du denn jetzt bitte ins Zimmer gerannt? Um meine Hunde zu paaren. Oh Gott. Erstmal eine Orgie im Zimmer, aber das Wichtigste dann vergessen. Ja. Mann, ey. So, pass auf. Ja, ich bin gespannt. Man kann nicht wirklich runterfallen, ne? Du hast auch ein weißes. So. Damit würde ich sagen, haben wir es für heute. Ja, also mir hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich mal sagen, mit dieser Modification. Die kann wirklich was. Die auch, Alien, hat es auch Spaß gemacht, ja. Also ich finde das alles schön mit dem Schmuck und auch, wie das hier alles leuchtet. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir beim nächsten Mal wieder den Schnee anbekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt daran lag, dass es vorhin abgestürzt ist, das Spiel. Sehen wir dann beim nächsten Mal. Ja, sonst hoffe ich, euch hat es auch gefallen mit dieser mal etwas anderen Modification. Und ja, ich bin natürlich auch froh. Ist auf jeden Fall zu empfehlen. Ja, und da bin ich natürlich auch froh, wenn wir uns morgen zum Nikolaus wiedersehen, um dann die ganzen Geschenke auszupacken und vielleicht auch sonst mal zu gucken, was es noch so gibt. Wir müssen noch Schlittschuh laufen und. Ja? Ganz viel. Mhm. Ganz viel müssen wir noch machen. Und backen müssen wir auch noch. Genau, Alien muss mir nämlich noch Weihnachtskekse backen. So. Ja. Ja, und sonst würde ich sagen, sind wir für heute durch. Hoffe, euch hat das auch gefallen, wie gesagt, und hoffe, wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es heißt Let's Play Nikolaus. Oh yeah, das ist so geil. Mit der Alien und dem Schavo. Ade! Macht's gut. Tschüss.